Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen zu Baustellenblock Nummer 5. Ja, wir sind wieder dabei. Noch vor der Arbeit, bevor Felix zur Arbeit muss, sind wir hier am Machen. Und ich wollte jetzt einmal kurz zeigen, was wir fertig geschafft haben hier. Ihr habt ja gesehen, dass der Herr hier die Decke rausgerissen hat. Und jetzt haben wir hier schon die neue Decke. Das haben die Männer am gleichen Abend noch gemacht. Und hier haben wir auch schon das Loch für die Tür. Also von hier für die Tür, für die Treppe. Von hier bis hier ist eben dann das Treppenloch. Deswegen ist hier der Abstand ein bisschen geringer. Und ja, hier wo die Treppe jetzt steht, ist sozusagen dann der Treppenaufgang. Die Wand kommt weg ganz. Und da oben ist der Herr schon am Arbeiten. Und hier haben wir, wie gesagt, schon die neue Decke jetzt drin. Alles einheitlich und alles schön. Auch eine schöne Deckenhöhe. Und jetzt sind wir gerade schon dabei, die Dämmung zu transportieren, weil mein Vater hat Baumaterial abgeholt und da haben wir jetzt hier die Dämmwolle für den Dachstuhl. Da seht ihr das so ein bisschen und die sind wir jetzt schon seit heute Morgen hier am Hoch transportieren von unten mit dem Seilzug. Das zeigen wir euch gleich mal von unten, wie wir das machen. Genau, und da haben wir echt ganz schön viel. Wir haben hier noch ein bisschen was. Das ist diese hier, falls sich irgendjemand damit auskennt oder das wissen will. Und weil wir nicht jede Rolle einzeln durchs ganze Treppenhaus transportieren wollen, haben wir hier einen Seilzug. Ein Seil. Und da unten stehe ich immer und binde die an das Seil, an das Seil fest. Und holt sie dann sozusagen, oder Felix holt sie dann hier mit dem Seilzug nach oben, macht sie ab und schmeißt sie hier hin. Und dann, wenn wir hier oben erstmal alles voll haben, tun wir sie oben ins Kinderzimmer erstmal. Und deswegen sind wir hier dabei. Im Anhänger, da seht ihr, der ist noch proppevoll. Da ist noch ganz viel drin. Mit dem holt mein Vater immer das Baumaterial. Da seht ihr auch schon die ersten Dachlatten für den Trockenbau nachher. Wir haben uns für Dachlatten-Trockenbau entschieden, nicht für dieses Ständerwerk, glaube ich, heißt das. Wie heißt das andere Trockenbau, wenn man das nicht mit Dachlatten macht? Ständerwerk, ne? Nein. Ständerwerk, ja. Schalung haben wir auch. Nee, ich wusste jetzt gar nicht, was du meinst. Schalung, ja. Ständerwerk. Ja, Ständerwerk. Wir haben aber Dachlatten. Das ja, gefiel mein Vater irgendwie besser und deswegen machen wir das damit. Und da seht ihr schon die ganze restliche Dämmwolle. Also ab da ist der Anhänger noch komplett voll. Also die Hälfte haben wir gerade mal geschafft. Genau, hier haben wir noch die neuen USB-Platten. Und was wollte ich euch jetzt noch zeigen? Ich glaube nichts mehr. Genau, ich nehme euch gleich mal da unten ein bisschen mit, wie ich das so mache. So, hier stehen die jetzt im Kinderzimmer. Kinderzimmer fast voll. Aber kein Problem. Wir haben schon so ungefähr überlegt, wie viel wir ungefähr brauchen. Das ist ja jetzt für den Dachstuhl hier. Da wird ja komplett einmal alles hier eingekleidet. Und ja, wir haben da auf jeden Fall erstmal, glaube ich, genug. Schau mal, hier liegen auch noch welche. Und das ist jetzt unsere Arbeit. So. Dann geht es wieder runter, ne? Ja, die nächsten. Das dreimal noch. Wenn ich jetzt mal überlege, wir können da noch eine Reihe hinstellen, aber das wird auf jeden Fall richtig schön hier in den Raum Die reinragen. nächsten kommen ins Schlafzimmer. Ja, die kommen im Schlafzimmer dann. So, sieht das hier aus? Eine Menge Dachlatten. Nee, das kennt sich meines Vaters Film hier. Hier unten haben wir noch Klebe und Schalung. Genau, und jetzt geht's weiter hier. Unseren Job. Ich hoffe, es ist nicht so windig. Hier haben wir schon den Müll. Hier haben wir, wie gesagt, die Dampfsperre. Oh, meine Mauzi. Mauzi, hi! Nicht die Vögel jagen, nein! Mauzi. So, genau, dann legen wir sie immer hier hin, hier rauf, damit sie nicht nass werden. Und ich stehe immer da und mache sie dann mit dem Seil nach oben. Machst du gut.
Und es ist so kalt, Leute. Wir haben 4 Grad. Aber hey, wir wollen fertig werden. Aber ich finde, wenn wir das heute geschafft haben, dann haben wir diese Woche relativ viel geschafft, ne? Ja. Und das ist gut. Sonntag kommt die Dämmung rein. Ja. Nicht alles, aber viel. Leute, wir sind richtig flott. Muss ich weg? So. Jetzt komm ich mehr rein. Leute, komm hier rein. Ziehen Sie raus, genau. Schaut mal, meine Hübsche. Die Mauti. Also eigentlich heißt sie Nala. Bist du die Nala, mein Schatz? Sie werden so schnell groß. Was? Das Messer. Weiß ich nicht. Du hübsche Mausi. Danke. Hi. Komm mal her, bitte. Ja. Sie werden so schnell groß, Leute. Warum? Sie war noch ein Baby. Du warst ja noch ein Baby. Sie zieht übrigens mit bei uns oben ein. Ne? Ziehst du mit bei uns oben ein? So, eins haben die Autos, ja. Es ist auf jeden Fall ein Spielparadies und Trinkparadies für die Katzis. Die freuen sich hier immer. Ja, mein Schatz. Hallo, meine Hübsche. Oh, ich finde sie so süß. Du bist so bezaubernd, mein Baby. Süß, oder? Einmal bitte in die Kommentare, ob sie nicht so süß ist. Schon 4 Monate alt, die Maus. Warum bist du denn so groß schon? Warum bist du denn so groß? Du wirst viel zu schnell groß. Na, guckst du zu, was wir hier machen? Ja, guckst du zu? Ja. Aber sie ist noch ein bisschen skeptisch ihrem neuen Zuhause gegenüber. Die Baustelle mag sie noch nicht so. Sie hat noch ein bisschen Angst. Aber kein Wunder. Sieht ja auch, es ist alles laut da oben. Alles dreckig. Ne, Mauti? Oh, eine Rutschpartie. Ja, eine Rutschpartie. Da kommt ihre Schwester. Die zieht auch mit bei uns oben ein. Die ist noch ein bisschen scheuer. Das ist leider ein bisschen schade. Ne, komm her, Mauti. Hä? Die heißen übrigens beide Mauti bei mir. Da hören sie am besten drauf. Aber das ist die Zara. So wie der Laden. Ne? Weißt du, die Kamera, ne? Oh, ja, sie ist noch ein bisschen scheu. Aber die ist, ja, irgendwann gewöhnt sie sich auch an uns, ne? Die ist so weich. Schaut mal, was ich hier zu tun habe. Aber fast leer. Also lass uns mal arbeiten hier. Ich zeige euch das mal, wie das funktioniert. Genau, und die beiden Katzis, die kleinen, die ziehen bei uns oben mit ein, weil das sind meine Katzis. Und genau, die ziehen bei uns oben mit ein, aber dürfen halt auch raus. Also wir haben ja später hier unsere Eingangstür, falls ihr das nicht wusstet. Hier ist unsere Eingangstür. Und da können die dann mal rein und raus. So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf der Baustelle. Heute ist Dienstag und wir haben eine Treppe. Was habt ihr denn zuletzt gesehen? Genau, wie wir die Dämmwolle hochgebracht haben, glaube ich. Jetzt haben wir eine Treppe hier. Das ist so eine provisorische Treppe, damit wir hier mal gut hoch und runter kommen. Hier oben ist die Decke drin, wie ihr seht. Da, wo wir die letzte Mal rausgerissen haben, in Teil 4.
Und sonst hat sich nichts verändert. Genau, sieht gleich aus. Jetzt gehen wir mal die Treppe hoch, weil der Mann, ihr hört es bestimmt, ist fleißig am Arbeiten. Ich habe hier. So. Hier kommt ja auch unsere richtige Treppe hin. Also hier haben wir jetzt nämlich schon das Treppenloch. Hier kommt ja die richtige Treppe hoch. Hier haben wir ein Geländer. Und da wird fleißig geflext. Willst du einmal Hallo sagen? Hi. Also, erzähl mal, was du hier gerade machen musst. Nägel abflexen. Warum? Weil sonst die Dampfsperre kaputt geht und dann sperrt sie die Dämpfe nicht. Nein. dann kommen die kommt hier ist noch eine. Oder ja, guck mal, hier ist noch eine. Also hier gucken so kleine Nägel raus. Die sind vom Dach machen. Also damit wird halt hier das festgehalten. Der muss auch. Der ist auch schon zu doll. Ja, hab ich gleich gesehen. So, genau. Dann sind die alle schön kurz. Und sonst wird nämlich hier haben wir nämlich schon die Folie. Die wird dann durchgepiekst und das ist nicht gut. Genau, ich gehe mal lieber weg. Ja, und da haben wir jetzt schon Folie, das ist die Dampfsperre oder Dampfbremse heißt sie ja, für außen, also die hat hier so eine Folie, hier auf dieser Seite und hier hat sie so eine Art Vlies und das ist eben dafür da, also eigentlich könnten wir die Dämmwolle hier jetzt einfach rauf machen, aber mein Vater möchte das alles ordentlich haben und wenn man schon so viel Mühe hier reinsteckt, dann will er das alles schön haben und deswegen kommt hier eine Folie, damit das Schwitzwasser, was hier entsteht, das ist ganz normal, das ist bei jedem Haus so, dass das nicht in die Dämmwolle geht und dann schimmelt. Und deswegen haben wir hier jetzt eine Folie, dann kommt Dämmwolle, dann kommt noch eine Folie, dann kommt noch eine Folie und dann kommen USB-Platten und Regel. Das hier ist übrigens mein Stuhl. Ich habe die Folie einfach so hingeschmissen, deswegen... Mitgenommen. Musst du mal einen holen. Also, ey, warte, ich spüre hier was. Ah, nee, das ist der Zollstock. Also, das ist meine Couch. Ich sitze hier immer auf einem Kanister. Da ist das Holzwurmmittel drin. Schön, das habt ihr auch gar nicht gesehen, was wir gestern alles gemacht haben. Erzähl ich euch auch gleich. Also, da ist Holzwurmmittel drin. Dann habe ich hier eine USB-Platte. Und dann hat mein Vater mir hier so ein Kissen gegeben, damit ich mich nicht verkühle, weil ich immer hier auf dem saß oder hier am anderen Rand. Und mein Papa hat gesagt, das ist nicht gut. Deswegen hat er mir extra ein Kissen gegeben. Und dann habe ich hier noch eine Wolldecke geholt, weil heute haben wir nur 3 Grad. Und es ist sehr kalt hier auf der Baustelle. Und deswegen habe ich hier eine Decke, meinen Stuhl und sitze hier immer und gucke den Männern bei der Arbeit zu. Ja, Frau Netzen hat heute gesagt, ich soll ein bisschen weniger machen. Deswegen haben wir hier unseren Stuhl. Den kann man sogar schön drehen hier so. Das ist wirklich praktisch. Genau, also, was ich jetzt erzählen wollte. Holzwurm. Ihr habt ja gar nicht gesehen, was wir gestern und Sonntag und so gemacht haben. Schat? Was? Du bist das. Also, Sonntag haben wir gemacht, den Fußboden fertig, seht ihr? Und gestern und auch Sonntag hast du Holzwurm gespritzt, ne? Deswegen sind die Balken hier so ein bisschen rot, wie ihr seht. Also hier sieht man ja wahrscheinlich so einen kleinen Unterschied. Die Balken sind hier ein bisschen röter. Weil, ja, Papa hat gesagt, Bauchef hat gesagt, es bringt nichts, wenn wir jetzt alles bauen und irgendwann
wenn das Dach auf den Kopf, weil die Holzwürmer hier alles zerstören. Und genau, hier sieht man das auch. Hier ist der Holzwurm schon ordentlich dabei. Und deswegen haben wir jetzt alles einmal mit Holzwurmmittel eingesprüht. Und da haben wir jetzt dieses Feld und dieses schon fertig. Und machen dann noch da drüben weiter und hier oben noch weiter. Und genau, bevor wir eben das alles machen können, müssen wir erstmal Holzwurm machen. Dann haben wir auch, wie ihr seht, den Dreckhaufen da. Natürlich hier erstmal alles abgefegt, weil es bringt auch nichts, wenn wir Holzwurmmittel drauf machen und die Spinnweben im Weg sind und das alles aufsaugen. Und deswegen haben wir natürlich erstmal geputzt hier alles, jeden Balken schön ordentlich geputzt. Ihr wollt gar nicht wissen, was hier alles runterkam. Ja, das da. Also außer die Späne, die ist vom Sägen, aber der Dreckhaufen da und da hinten liegt auch noch eine. Seht ihr den? Da, also das ist schon echt richtig widerlich. Hier seht ihr auch noch ein bisschen, hier konnten wir noch gar nicht fegen. Und hier seht ihr eben, wie dreckig das ist. Also hier haben wir halt noch nicht sauber gemacht. Das ist echt richtig dreckig. Hier auch oben alles noch. Genau, hier steht die Dämmwolle im Kinderzimmer. Knapp 150 Quadratmeter sind das, ne? Ungefähr. Was hast du, wie viel? 150? Ja. Ja. Und das ist für den Dachstuhl. Und dann haben wir noch trocken in der Halle liegen. Die Dämmwolle schon für die ganzen Wände und so. Naja, jetzt haben wir alles sauber gemacht. Hier ist der Mann jetzt dabei, wieder die Dampfbremse ran zu machen. Hier ist, Wie beschreibe ich jetzt das, was er da macht? Das sieht nicht irgendwie professionell aus. Hier ist die Dampfsperrmatte. Das ist diese blaue Folie, das kennen bestimmt auch einige. Hier seht ihr das auf dem Foto, wie das halt so gemacht wird. Also es kommt halt auf die Dämmwolle, genau. Und wird dann schön festgeklebt überall, damit keine Luft durchkommt, weil das darf es nicht. Sonst wird das Haus nicht abgenommen, sagt man. Aber ja, ich lege die Kamera gleich weg. Ich wollte es nur kurz sagen. Wir hören auch gleich auf, wahrscheinlich, weil wir gleich noch kurz weg müssen und dann nachher mit meinem Vater noch zusammenarbeiten. Der ist nämlich jetzt selber gerade weg. Und ich mag das immer lieber, mit meinem Vater zu arbeiten. Aber jetzt muss ich erstmal hier tackern. Sollst du mich fehlen? Hallo, meine Lieben. Wir sind mal wieder auf der Baustelle. Und ich wollte euch jetzt kurz zeigen, was wir hier alles so geschafft haben in letzter Zeit. Ihr seht, schon hinter mir ist sehr, sehr viel passiert. Ich konnte jetzt die letzten Tage, wo die Männer hier gearbeitet haben, nicht so viel filmen, weil mein Vater nicht mehr gefilmt werden möchte. Und genau, deswegen kann ich nur filmen, wenn Felix alleine arbeitet. Das macht er gerade, weil er hat wieder frei. Und ich bin schon wieder voll aus der Puste. Und wir zeigen euch jetzt mal, was wir so geschafft haben. Also erstmal ist hier ein riesen Chaos ausgebrochen. Was der Herr gerade versucht zu... Hallo? Oh. zu beheben. Und ja, wir müssen jetzt alles, was hier steht, das heißt das auch komplett, einmal hier rüber räumen, weil er muss jetzt hier spritzen, Holzwurmmittel da. Deswegen müssen wir alles wegräumen, da ist meine Couch. Genau, so, was haben wir geschafft? Wir haben gedämmt. So viel schon. Tada. Und ja, das ist unser Schlafzimmer. Also hier ist unser Ankleidezimmer. Haben wir gedämmt mit einmal dieser grauen Folie. Das ist eine Dampfbremse. Dann haben wir natürlich Wolle. Das ist diese da. Und dann kommt Dampfsperre obendrauf, das ist die blaue Folie. Und dann werden alle Löcher hier mit diesem Band zugeklebt, damit wirklich, wie mein Vater sagt, kein Furz mehr durchkommt. Genau, und da kommt Schalung obendrauf, es wird abgelattet, nennt man das. Und das haben wir hier oben schon gemacht. Und das müssen wir jetzt noch hier unten machen und auch hier machen. Hier seht ihr das so, wie es so geschichtet wird.
damit kein Furz durchkommt. Und hier oben seht ihr schon, hat mein Vater ja so eine Strebe eingebaut. Und das machen wir überall. Nämlich sonst könnten wir nirgendwo Deckenlampen reinmachen, weil es ja eine schräge ist. Also klar, man könnte auch so schräg, aber mein Vater wollte das so haben und deswegen haben wir da oben jetzt das so gerade, damit denn hier halt die Lampen reinkommen. Beziehungsweise im Schlafzimmer, glaube ich, wollen wir nur eine Lampe. Und hier im Flur dann aber, hier wird das nämlich auch gemacht, kommen ja mehrere LED-Lampen rein. Genau, das haben wir also geschafft. Wir haben das gedämmt und hier sind wir jetzt auch schon dran mit Dämmen. Und dann geht das bis da runter. Und dann will mein Vater schon hier die Wand zum Schlafzimmer setzen. Und dann ist das Schlafzimmer schon fast fertig. Ja, aber das ist so der aktuelle Stand der Dinge. Und jetzt werden wir hier erstmal noch ein bisschen was machen. Unten sieht es immer noch gleich aus. Lecker. Also, es geht ja hier gerade erstmal um den Dachstuhl. Und im Dachstuhl kommt nur hier oben ein Fenster rein. Ihr seht, das ist frei. Und hier im Schlafzimmer kommt überhaupt gar kein Dachfenster rein. Das heißt, hier können wir auch komplett durchdämmen. Das einzigste Fenster kommt da rein, wo auch schon das Fenster drin ist. Das wird natürlich rausgenommen. Das ist ja so ein altes Bauernfenster. Und da kommt natürlich ein großes rein. Das heißt, wir können hier die ganze Zeit durchdämmen. Dann kommt das nächste Fenster hier ins Kinderzimmer. Das befindet sich da in dieser Schiene, in dieser Ecke. Und ja, bis wir das dämmen, glaube ich, ist das Fenster schon drin. Beziehungsweise hat mein Vater gesagt, er lässt einfach die Felder frei. So, der Mann ist jetzt dabei und macht hier Holzwurmmittel, damit wir eben keinen Holzwurm haben. Also hier ist zwar schon Holzwurm drin, aber nee, hier damit es nicht noch mehr wird. Hier nicht. Hier nicht? Okay. Unsere Wohnung ist fast Holz noch frei. Ja, gut. Aber ich kann euch ja mal hier den einen Balken zeigen. Der hier ist noch älter als jetzt die Balken bei uns hier in der Wohnung. Aber ihr seht hier, der ist schon richtig doll befallen. Den müssen wir auf jeden Fall behandeln. Den stützt mein Vater auch. Ich habe jetzt hier die Löcher abgeklebt, wie ihr seht. Das muss man machen, überall da, wo man getackert hat, weil die Folie muss sozusagen echt luftdicht sein. Sonst braucht man gar nicht zu dämmen. Und da habe ich jetzt hier alle Löcher zugeklebt. Und ja, das muss ich jetzt noch auf der anderen Seite machen, hier. Und hier glaube ich auch noch her. Hier zum Beispiel solche Löcher entstehen da. Und hier, wo die Tackernadel drin sind. So, der Herr ist wieder voll dabei. Hat hier schon einiges geschafft. hier seht ihr überall, wo es nass ist. Hat es schon gespritzt. Jetzt macht er hier in unserem Kinderzimmer noch weiter. Und ich werde jetzt erstmal Mittagessen kochen. Und dann da hinten weitermachen. Da ist mein Papa aber auch schon wieder da. Und dann würde ich sonst sagen, jetzt wollen wir uns verabschieden für diesen Baublock und dann einen neuen starten.